Ja, Zulamin hat vermutlich versucht, zwei Dinge gleichzeitig zu tun: sich gegen einen geistigen Ansturm zu wappnen und sich den Weg zu merken. Und ja, schwierig. Deshalb habe ich nur eins gemacht. Ja, ihr habt ja schon aus den verschiedenen Recherchen, die ihr im Vorfeld angestellt habt, wohl erfahren, dass es sich bei den Trollzackern um Viertelszauberer handeln soll, die also besonders gefährlich sind. Rafim stellt sich gerade vor, wie Brochter, Schokrul oder Schorrech mit einem Acceleratus oder anderen ekelhaften Tricks unglaublich schnell mit ihren barbaren Streitäxten zuhieben. Sie stehen wieder vor euch, die anderen Wachen verschwinden und ihr seid alleine mit ihnen. Was wollt ihr hier? Wir haben Befehle. Was habt ihr für Befehle? Wir sollen den Krug der Lindegard holen, fixieren. Schon wieder? Gut. Was auch immer er damit will. Und sie treten dann heran und öffnen die Türen zu der unermesslichen Schatzkammer. Die anderen können erkennen, wie sie wohl allesamt Amulette tragen mit einem großen Auge darauf. Sicherlich auch Artefakte. Ich probiere, meinen Blick gen Boden zu richten, nicht in die Kammer zu schauen, direkt. Ihr könnt nach und nach hineintreten. Jalan würde jetzt fehlen. Als Preios Geweihter mit sicherlich sehr guter Selbstbeherrschung, als jemandem, dem das Gold nichts ausmacht, oder als Paktierer von Tasvarale, könnte sicherlich sehr spannend werden mit ihm, aber er ist gefangen. Ihr dürft alle mal eine Selbstbeherrschungsprobe würfeln. Wenn ihr Goldgier habt, ist das Ganze erschwert, mal doppelte Goldgier. Ansonsten andere Nachteile, wenn ihr welche einreichen wollt. Freiwillig nicht, nein. Was habt ihr denn so für Nachteile? Erzählt mal. Geiz habe ich. Geiz, interessant, würde ich dir einen halben Wert, einen halben Geizwert würde ich dir anrechnen. Okay. Alles klar. Neugier? Neugier würde ich dir auch einen halben geben. Okay. Die habe ich auch. Halber Goldgier und Arroganz. Arroganz, Arroganz nicht. Oh, nee, Arroganz würde ich nicht nehmen. Autoritätsgläubigkeit, Zorn, krankhafte Reinlichkeit. Nee, würde ich auch nicht nehmen. Es ist hier sehr sauber. Also doppelter Goldgierwert, halbe Neugier, halber Geizwert. Die schwere Tür fällt hinter euch zu. Hier in dem umlaufenden Gang ist noch nicht so viel zu erkennen, aber ein leichter Lichtschein fällt in den Korridor. Ich würde gerne 20 chippen. Ja. Oh, ich chip meine komplette Probe auch. Ich habe nämlich noch keine Erschwernis eingetragen. Ein Blick um die Ecke verrät den Ursprung. Das dauerhafte Leuchten von Gwen Petrelstein erhält den Speicher Tag und Nacht. Die Schatzkammer? Kann mich nicht beherrschen. Bemerken wir das? Können wir uns gleich mal angucken, was Boltag so macht. Die Schatzkammer ist riesig. Ihr habt einen gewaltigen, würfelförmigen Raum vor euch. Gold. Gold ist überall. Zu riesigen Bergen türmt es sich auf, Münzen aller Länder, Goldbarren, Kandelaber, Schmuckteller, Büsten aus Bronze und Marmor, Teppiche, Schnitzereien aus Elfenbein und Mahagoni, Porzellanvasen aus den diamantenen Sultanaten, Gemälde mit goldbesetzten Rahmen, geschliffene Kristalle, in denen sich das Licht tausendfach reflektiert. Und überall Gold. Gold und Silber und Edelsteine und zahllose Kisten und Truhen. Der ganze Boden ist aus einer Schicht aus Goldmünzen bedeckt. Es ist absolut still. Nichts ist zu hören. Es sind keine Schritte außer euch zu vernehmen, kein Atmen außer dem euren. Ihr seid die einzigen in Xerans Schatzkammer. Und ihr könnt euch die Taschen vollstopfen. Niemand würde es bemerken. Ja, ich schaue mich mal um, ob ich einen Krug sehe. Guck mich nach ein paar Edelsteinen um, die ich hier bergen möchte. Ja. Zwergischer Schliff, das erkennst du sofort mit deinen Juwelieraugen. Was machen denn die hier? Nein, die können wir doch nicht hier lassen. Fass nichts an. Aber mir. Fass nichts an. Aber sie sind so schön. Jetzt. Fass nichts an. Ich probiere euch das Leben zu retten. Na, wo ist denn nun dieser Krug? Ich würde mir auch umschauen. Wo wird so Opa? Wart wahrscheinlich in der Vitrine, vermute ich. Du schaust dich um, es ist
unendlich viel los und natürlich, ihr sucht kein Gold, aber schon verführerisch. Wie viele Schiffe könnte man davon kaufen, um endlich Paligan zu besiegen? Wie viele Villen könnte man sich damit im Horasreich in Winsalt finanzieren? Direkt neben der Kaiserin, direkt neben der Horas? Und dann fällt euer Blick auf einen schweren Schrein in einer der Gangnischen. Ist aus Eisen gefertigt und zeigt eine siebenstrahlige Dämonenkrone. Auch in den Nischen befinden sich weitere zahlreiche Truhen, Podeste, Tische mit Schätzen. Es ist so viel los, es sind so viele Krüger, so viele Artefakte, so viele Heiligtümer. Aber wir haben schon eine relativ gute Beschreibung von diesem Krug der Lindegard, oder? Habt ihr? Ich hoffe. Es ist ein auffallend einfacher Krug. Das heißt, ich würde nach irgendeinem sehr schmucklosen und deplatziert wirkenden Krug Ausschau halten. Denn Lindegard war eine einfache Frau. Genau, Tonkrug vielleicht irgendwie Farbe grün oder gelb, mit einer Ähre oder einem Storch drauf. Ich würde nach druidischen Verzierungen gucken auf dem Krug, beziehungsweise auf den Krügen, weil ich meine, dass es ein druidisches Machwerk ist. Oltax, während du dich umsiehst und nach dem geodischen, druidischen Material Ausschau hält, nach den Zeichen, nach den Glyphen, den Symbolen, kannst du etwas viel Wertvolleres finden. Die erste Flamme, die wohl gespendet wurde vom Elementarherren. Gestohlen von Xeran hier? Guck mich mal um, ob gerade jemand in der Nähe bei mir ist. Niemand guckt. Na klar, also wenn man da schon mal ist. Ich schmeiß natürlich erstmal Odem drauf. Weil, also, Neugier hat ja auch getriggert. Ja. Also der Odem geht durch. Ja. Du betrachtest mit dem Odem das Haus. Die Wände, die Decke, die Goldberge, den Schrein. Nee, nur auf die Flamme. Die Flamme. Ich habe nicht auf Sichtbereich gemacht, ich habe mir nur die Flamme angeschaut. Die Flamme ist magisch, elementar. In diesem Fall zurückbringen. Das. Ja, ich nehme sie mit, ganz klar. Wie willst du die heilige Flamme mitnehmen? Guck mich mal um, ist irgendein brennbares Material? Ja, ich habe brennbares Material bei mir. Schweren Herzens gucke ich nochmal, ob wirklich keiner guckt und breche dann ein kleines Stück von meinem Hartholzharnisch so ab, dass ich es als Fackel nutzen kann. Ich würde dann die heilige Flamme auf Fackel überführen. Beziehungsweise ich würde dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen was von meiner Robe abreißen und das um die Fackel wickeln. So die heilige Flamme herauszutragen. Ich tu natürlich. Oh Mist. Klingt gar nicht gut. Das haben wir alle gehört? Selbstverständlich. Das ist kein gutes Zeichen. Wir müssen uns beeilen. Wer hat was gemacht? Ich hatte gerade etwas Licht machen wollen. Du kannst sehen, wie Boltax seine Rüstung angezündet hat. Nicht die Rüstung. Was? Ich hab abgebrochen und ein Stück Holz angezündet. Was tut ihr? Es war etwas dunkel und ich wollte Licht machen. Ich muss euch wirklich mal den Flimflam beibringen. Ja, das wäre vielleicht eine veritable Idee, aber nicht jetzt. Der Krug, wo ist der Krug? Sucht. Ja, ich geh mal hier rüber. Schwärm aus. Ja, ich würde mich jetzt auch mal beeilen und meine sonst etwas behäbige Art versuchen zu unterdrücken, um nach dem Krug zu suchen. Sinn und Schärfe Probe. Viele Punkte helfen. Wenn ihr irgendwelche Vorteile habt, irgendwelche Sonderfertigkeiten, könnt ihr die gerne einreichen. Hilft innerer Kompass. Hilft Dämmerungssicht.
Man kann ja Hoffnung haben. Dämmerung sich nicht, das Haus ist hell durch die Gwen Petrusteine, die in der Erfertkirche gestohlen worden sind. Innerer Kompass hilft nicht. Habe ich befürchtet. Und während ihr euch umseht nach dem Krug der heiligen Lindegard, Hochheiligtum seit langen Jahren gestohlen, wie so vieles andere auch, was man alles einstecken könnte, könnt ihr erkennen, wie sich aus dem Gold etwas nach oben schiebt. Zunächst hattet ihr die vage Form eines gedrungenen Drachenleibs vor Augen, aber dann löst es sich auf und ihr könnt erkennen, wie ihr vor euch selbst steht, aus Goldmünzen bestehend. Die Konturen sind nur vage zu erkennen, aber so wie ihr dort steht, mit wallenden Roben, mit einer kleinen, gedrungenen Zwergenkreatur und dem riesigen Raphim, könnt ihr euch selbst anstarren, aus Gold, aus Goldmünzen geformt, aus Silber, aus Kristallen, die Augen, Edelsteine, die überall euch aufsitzen. Nur eine scheint euch zu stören. Jede von euren goldenen Kreaturen, Abbildern, Spiegelbildern verfügt über 3 Hörner aus Gold. Währenddessen bei Yalan. Du kommst wieder zu dir. Seren ist verschwunden. Bryons, steh mir bei. Ich blicke mich ein wenig um. Habe ich ihn gekriegt? Ich habe ihn gekriegt, oder? Geht es euch gut? Ihr habt viel Blut verloren. Ja, Blut. Ich taste irgendwie nach, wo auch immer gerade am meisten wehtut. Du versuchst zu tasten an dir heran und ein ekelhafter Schmerz, der in dir sitzt. Du scheinst es nicht ganz zu begreifen und als du versuchst, du kannst nicht mehr greifen, zumindest nicht mit deiner rechten Hand. Sie ist verschwunden. Was zur... Au! Götter, steht mir bei! Was ist los? Was ein billiger Trick ist das jetzt? Das ist keine Illusion, Bruderschwester. Verzeiht mir, ich hab euch verbunden, aber wir brauchen etwas, was möglichst schnell hilft. Ich hab keine Kräuter oder so etwas hier. Ja. Ich habe... Oh. Stimmt ja. Oh, ich habe nichts. Ihr solltet euch jetzt am besten beruhigen, ihr steht noch unter Schock. Oh, ich gebe gleich hier meinem Schock. Richte und versuche mich aufzurichten, vielleicht hilft er mir dabei hoffentlich ein wenig. Ja, er stützt dich. Und dann, so mit auf halbem Weg bin ich gerade dabei, mit meinem rechten Unterarm gegen die Zellentür zu stoßen. Besinne mich dann hoffentlich gerade als Besseren, fange dann mit der linken Tür an zu rütteln. Du bekommst einen weiteren W6 Schadenspunkte durch die Blutung, die durch die Wunden anfangen durchzusickern. Ja, du bucklige Mistkröte! Er hat gesagt, er kommt wieder. Er will warten, ob euch der andere Arm, naja, wenn es ein Pakt mal ist, sagt er, wächst der andere Arm eben auch zu Gold, dann will er ihn euch auch abnehmen. Was habt ihr noch gesagt? Besonnenheit, Verschlagenheit, nicht wahr? Bruder, Schwester, ihr steht unter Schock. Ihr solltet euch hinsetzen, beruhigt euch. Ich kann das. Ich setze mich eigentlich trotzdem wieder hin, vermutlich unfreiwillig. Ich bin seit 2 Wochen hier, Bruder, Schwester. Ich muss nur denken. Ich brauche Zeit zum Denken. Ich möchte eine Liturgie versuchen. Und zwar göttliche Verständigung. Sag mal meine Erschwernisse. Mit wem? Mit diesem, mit Zulamin. Auf Grad 3, wo ich sie, auf wenn ich sie ziehen möchte, kann ich einen mir bekannten Geweihten anrufen. Ja. Anrufen, eine Nachricht zu senden. Okay. Das Problem ist, du selbst bist nicht in einem Unheiligtum, Zulamin sehr wohl. Das ist egal. Ist das egal? Es für, so wie ich das sehe, ist es für das Sprechen einer Liturgie egal. Das ist eine One-Way-Sache. Ich habe keine vorher drüber nachgedacht, ob wir miteinander reden könnten, aber das gibt die leider nicht her. Richtig, es ist keine segnende Liturgie. Ansonsten würde ich dir zustimmen, denke okay, ich. Okay, dann würfeln wir mal die Liturgie gegen das Probe. Wir können nochmal nach den Erschwernissen gucken, aber dann ist es keine genau. plus 7, plus 12 ist es dann nicht. Plus 9 Punkte. Boah, würdest du, glaube ich, sicherlich auch schaffen, wenn wir jetzt die verschiedenen Sachen aufschlagen. Ich bin in einer Notlage, allein dafür gibt es Erleichterung. Ne? Notlage bist du, ja. Von daher, ich bin nicht in einem Unheiligtum, sagen wir, das cancelt sich wieder aus ein bisschen, dann hätte ich noch was 2er-4er Erschwernis von der Liturgie selbst. Ja, geben wir da ein bisschen Zweifelaufschlag, weil, na gut, Prios hat dich wohl verlassen, dein goldener Arm ist weg, deine ganze Hand ist weg.
Ich stehe, glaube ich, noch ein bisschen über meinem Stolz, jetzt weg, um Hilfe zu bitten. Das werde ich nicht tun. Ja. Egal, nee, egal was der verrückte Maras. Also du bekommst auf alle Fälle noch Aufschläge von Prius und von mir, aber das reicht. Aber er handelt nicht in eigensüchtigen Motiven und ähnliches. Also von daher dürfte es passen. Genau, dann, passt. Ich kriege LKP Stern plus 5. Also ich brauche sowieso noch 5 Worte, von daher. Teran ist hier. Stopp. Hilfe. Stopp. Und dann wird Janan vermutlich erstmal wieder irgendwie zusammenbrechen. Ja, in einer Art Traumaschlaf zurückfallen, die nächsten whatever. Ja. Während das Lachen verklingt und ihr mit schockgeweiteten Augen auf die Fackel von Beutag starrt, kann Zulamin Jalan in ihrem Kopf hören. Und dann ist die Stimme wieder weg. Schmerzen, die in seiner Stimme klangen. Verzweiflung, Kummer, Angst. Zulamin sieht die Gestalten aus Gold kaum. Sie keucht einmal auf und stößt hervor. Xeran ist hier. Er hat Goldhand. Und ihr Blick klärt sich wieder und sie sieht entsetzt die anderen an. Du guckst dir die anderen an, du guckst dich selber an, dein Spiegelbild aus Gold mit den 3 Hörnern. Was wollt ihr hier? Den Krug der Lindegard. Nein. Doch. Ich bin der Wächter der Schätze und ich gebe nichts wieder her. Xeran ist euer Herr und er trug uns dies auf. Falsch. Er ist mein Herr. Aber er gab euch nicht diesen Befehl. Wenn ihr den Befehl sehen würdet, nun, würdet ihr es dann glauben? Es spielt keine Rolle, was ich glaube. Ich weiß, dass ihr lügt. Wir sind beauftragt, diesen Krug zu beschaffen. Wir haben ein gesiegeltes Schreiben, das uns legitimiert. Richtig. Lasst uns jetzt dieses Artefakt nehmen. Ihr seid beauftragt, aber nicht von Xeran. Ihr kommt von der Kirche. Aus dem Weg gezücht. Ich bin formlos. Ich bin unsichtbar. Ich bin unbesiegbar. Ich bin der Balkabul. Ah, ja, sehr interessant. Habt ihr den Krug jetzt gefunden, Cherizet? Ja, Zulamin hat weniger mit den Augen gesucht als nach, sagen wir mal, einer heiligen Aura in all dem Unheiligen und deutet dann in die Richtung, wenn sie ihn denn sehen kann. Kannst du nicht und auch nicht spüren. Viele andere Gegenstände über den Krug siehst und findest du nicht. Er scheint nicht hier zu sein. Aber warum hat man uns dann hierher geführt? Seid ihr euch dessen sicher? Er wenn ist ihr hier. Dann gib ihn preis. Alles hat seinen Preis. Was wollt ihr? Eure Seele. Die ist unverkäuflich. Wir können ihr eine bessere anbieten. Ich bin interessiert. Ein Handel. Xeran band euch hier an diesem Goldschatz. Wählt ihr nicht lieber euer eigener Herr? Ich bin mein eigener Herr. Er kontrolliert euch. Er band euch hier. Verhöhnst du mich? Ich mache euch einen Vorschlag. Wie viel ist Xerans Seele euch wert? Für einen einfachen Krug. Red weiter. Nun, wir werden ihm ein Ende bereiten, so oder so. Und ihr, nun, ihr könnt davon profitieren. Seid ihr einverstanden mit der Seele eures Herrn? Bin ich. Die Hand von Abelmir, von Gold Abelmir, streckt sich aus in Richtung von Isarun. Du bist unsympathisch, aber er weiß, wie man mit mir redet.
Ich verhandle nicht mit Gezücht wie dir. Also gut, folgt mir. Ihr könnt sehen, wie sich... Zuck auf meine Schultern. Ihr könnt sehen, wie sich in einem gewaltigen Mahlstrom das Gold absaugt. Boltax wird an einen Erdstrudel erinnert, die anderen an einen Mahlstrom, einen Wasserstrudel. Und Isaron vielleicht so ein bisschen an ein Pandemonium mit den Händen, die aus Gold das Ganze abgreifen, drehen und wirbeln und sich dann unter euch einen Gang ins Innere breit macht, wo ihr relativ unscheinbar untergemüllt einen Krug finden könnt aus Ton. Nun, Schiri sagt, ist dies der Krug? Könnt ihr spüren? Ist gebrannt, glasiert, ein Henkel, ein Ausgießer. Entlang an Öffnungen zieht sich ein Band aus aufgemalten und ineinander verschlungenen Ähren. Und auf der Seite ist ein Apfelbaum in allen vier Jahreszeiten abgebildet. Sulamin kniet sich hin und lässt beide Hände so einen Fingerbreit über der Oberfläche des Kruges schweben und wie er sich anfühlt. Vielleicht, ob Wärme zurückkommt von dem eigentlich kühlen Ton. Unter dem Ausgießer kannst du noch einen auffliegenden Storch erkennen mit weit ausgebreiteten Flügeln. Das ist er. Er ist das. Und ich nehme ihn. Nun, ich denke, wir haben einen Handel, nicht wahr? Und ihr werdet ihn erfüllen. Ansonsten komme ich euch holen. Wir erwarten euch. Ich erwarte seine Seele. Und diese werdet ihr bekommen. Guten Fang. Beeilt euch. Boshaftigkeit belohnt sich selbst. Habt ihr das auch gehört? Nein. Gehen wir. Ja, gehen wir. Flamin packt den Krug sicher ein. Ein bisschen in ihre Ersatzkleidung, in den Rucksack, wo sie vorher Platz geschaffen hat. Ich gucke noch nach, ob Shin seine Fackel noch in der Hand hält. Für dich halte ich die noch in der Hand. Ich drehe mich nur um. Während ihr euch wieder zu der großen Tür zuwendet durch die Gänge, den Goldberg nach oben steigt, dort, wo die Trollzacker auf euch warten, könnt ihr sehen, wie mit jedem Schritt, den ihr auf die Tür zugeht, die Fackel weiter und weiter verlöscht. Dann bin ich wohl darauf hereingefallen. Auch ein Zwerg kann nicht alles können. Tut mir leid. Was? Ach, bin ich so ein wenig desorientiert um. Was sagt ihr? Nichts. Ich habe eher mit mir selbst gesprochen. Ja, nicht wahr? Ist schon eine beklemmende Atmosphäre hier. Voltax, du merkst ein Ziehen, wenn du dich der Tür näherst. Ein Teil deiner Seele ist vielleicht hier geblieben. Hier, nicht an dem Gold, sondern an der Fackel. Ein kleiner Teil seiner Seele ist zersplittert. Wenn er einen Blick zurückwirft, dann legt Sulamin ihm die Hand auf die Schulter. Kommt! Blickt nicht zurück. Ja, ich blicke auch nicht zurück. Das ist gut. Währenddessen wird Yalan wieder wach. Vor dir erkennst du den Portifex. Er schaut dich an, neben ihm seine Magier, nickt dir zu. Heute. Du bist wieder wach. Wir gehen jetzt auf eine Reise. Ich habe noch etwas mit dir vor. Und bevor du befreit wirst, nutzt du mir mehr im Heerlager. Von mir bekommst du gar nichts. Einer der Magier legt seine Hand auf deine Schulter. Du hörst, wie sie eine Formel sprechen. Kennst du es von Isarun? Guardianum Paradei. Ein Schild legt sich um den Magier.
aber nicht um dich. Dann wirst du gegriffen von einem grauen Limbusnebel. Und kurze Zeit später wieder ausgespuckt. Ein W20 Ausdauerschaden. Du schlägst auf einer matschigen Wiese auf. Um dich herum Zelte, Soldaten, Getrappel und ein Flussrauschen.